Hallo Freunde Odins und schön, dass ihr da eingeschaltet zu einer weiteren Folge Valheim hier bei den Chucky Monkeys. Ich bin der Midway und ich spiele mit meinem Marco und meinem Kuli. Hallo. Auf unserem Community Server wieder eine Runde Valheim. Ihr seht schon, wir sind diesmal in den Ebenen und wir haben ja auch schon Teer gefarmt. Und jetzt geht es ganz einfach darum, da hinten ist irgendwo ein Dorf mit Goblins und das wollen wir platt machen, weil wir brauchen noch ein bisschen mehr Schwarzmetall. Das haben wir uns nämlich zwischendurch auch schon besorgt. Also, auf für den Kampf, für Odin oder wie war das? Lass uns mal hier bitte noch die Loks fertig machen. Was für Loks? Ich habe hier schon ein paar Lokse weggemacht, weil du ja das Glück hast, immer Lokse anzulocken. Ich lock die niemals an. Kuli ist halt ganz still, merkt ihr? Ja. Oh, es kommt hier Regen auf, ey. Ah, ich werde auch mal drauf schießen, aber nur weil ihr es wollt. Also wo der gerade so gesprungen ist, habe ich dem richtig Schaden abgezogen. Kann das sein, dass er da empfindlicher ist? Nö, auch sollte möglich. Uli, was für Pfeile hast denn du? Rost. Die ziehen dem richtig ab. Okay, cool. Loxi tot. Ich war zu voll Feuerpfeile zu basteln, deswegen habe ich die aus der Kiste genommen, das war ein Eis. So, Jungs und Mädchen, jetzt könnt ihr gleich mal das Loksfleisch rausschmeißen, ja. Was für ein Loksfleisch? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aua! Du hast Om-Nom-Nom vergessen. Om-Nom-Nom-Nom-Nom. Om-Nom-Nom-Nom-Nom-Nom. Okay, da ist unser Ziel. El Goblodorfo. Maxihausen? Ey! Der erste ist tot, der ist runtergefallen, der hat Fußpilz. Der andere auch. Da kommt einer. Ich kümmere mich um den. Kann ich bestätigen? Ja, die alten Männer noch. Einer, da kommen ein paar mehr. Fackelträger? Haben wir Leute schon Olympia wieder? Olympia. Oha, da kommt noch mehr. Und der scheiß Schamane kommt auch. Ja, dann machen wir dagegen. Ja, ich habe aus Versehen gerade die falsche Taste gerückt. Oder meinst du, wir haben dich nur mitgenommen, weil du gut aussiehst? Ja, natürlich. Schlachtet sie alle ab! Ich möchte mir Goblin-Hoden über mein Bett hängen. Und jetzt bist du hier, Maxi immer bei den Schweinen schlägt. Da sind noch mehr Schamanen. Boah. Ich sammle lieber Zeugs auf. Aua. Da hab ich down. Lass Maxi machen. Lass Maxi machen. Da hab ich down. Ey, guck zu, guck. Haut den Maxi. Hier. Die sind Goblins. Alter, das sind drei, vier Schamanen zähle ich. Ja. Angriff! Für Odin! Tja, ich hab's schon alle besiegt. Trophäe. Da hinten eiert noch einer rum. Hier ist noch Schwarzmetall. Oh, ganz viele Münzen. Vorwärts, Brandschatzen! Töten und vergewaltigen! Ui. Hier.
Da ist ein totes Kito. Wir haben gerade noch mehr, da hinten ist ein Berserker, ne? Ja, ich sehe ihn. Aber der läuft anscheinend weg in die falsche Richtung. Aua. Au, 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 au. Ja, jetzt hat er mich zerrupt. Schnell den Trank zu mir nehmen. Bin weg. Ihr könnt mich doch nicht alle alleine lassen hier. Doch, können wir. Ja, Maxi hat in den Kampf eingegriffen und ist wieder aus dem Ruder gelaufen. Was soll das denn wieder heißen? Katastrophe. Komm her, du Fotze. Von hinten wird nicht. Daneben. Mal gucken. Hey. Könnte jetzt interessant werden. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja, der. Derjenige, der sich hier nochmal ganz dezent hinten. Der Berserker kommt. Taktischer Rückzug. Ja, genau. Den musst du jetzt am besten noch zu unserer Leiche ziehen. Nee, das ist nicht so schlimm, der. Also, ihr steht sowieso bei euren Leichen. Ich muss kurz warten, dass ich wieder. Eine Minute muss ich warten, dass ich hier wieder, wie heißt das, Heiltrank nehmen kann. Das war ein Massaker. Ich bin der Einzige, der überlebt hat, weil ihr so schwach seid. Lass mich raten, du hast dich wieder hinter Krulli versteckt. Nein, Krulli, war ich aktiv im Kampf beteiligt? Weiß ich nicht. Also, du warst zumindest da, sagen wir so. Kulli, du Schwanz. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Dass du mich so hintergehst. Aber wenigstens sagt er nicht mehr kleiner Schwanz. Denn das sind Biggie und Berserker auf Amadeus und Sabrina. Die reiten. Ich lock ihn gerade weg. Scheiße, ihr habt ihn wieder angelockt. Komm, Krulli, lass uns laufen. Ich lauf schon. Hui. Komm, jetzt lass mal Maxi hier im Dorf alleine. Was? Fickt euch. Der ist schnell. Ja, sag das mal zu dem Berserker. Komm, einfach auf den Stein umruf. Maxi muss schon runterschubsen, wenn er kommt. Okay. Fickt euch! Wir spielen Maxi schubsen. Nein, meine Ausdauer reicht nicht! Ja. Bock mal einnehmen? Kommst du nicht rauf? Aber ab, nein, Mann! Nein! Geh weg! Ja, ey, was seid ihr denn für Schweine? Wo ist der Berserker? Muss ich mich wieder um alles kümmern hier? Ja. Oh, ihr macht das super, Jungs. Wo ist denn der Berserker? Da hinten. Ich sehe ihn nicht. Ah, da ist er. Lock ihn in die Tergrube. Hab ich vor! Das wäre natürlich echt cool jetzt, so, also wenn der hier. Der geht wieder zurück, der Schwanz. Der geht nie zurück. Doch, der geht wieder zurück. Also zweimal getroffen habe ich ihn schon. Der ist auf Maxi sauer. Der hat noch zwei Sterne, ne? Okay. Ja. Oh, taktischer Rückzug, zwei Sterne. Deswegen habe ich ja gesagt, lockt den in den Tergrub. Da waren wir nicht drauf vorbereitet. Okay. Ich stehe vor der Tergrube. Wenn er kommt, springe ich rüber. Ja, wir sind hinter der Tergrube. Der läuft um die Tergrube. Der ist nicht doof. Ja, der kann aber nicht springen, oder?
Weiß ich nicht, ich hab mit dem Leute so schlecht gesprochen bis jetzt. Ja, mehr, du Homo, der hat Angst vor mir, deswegen haut er immer ab. Rentnerbonus. Was soll das denn heißen, du Kuhschwein? Ja, haut ab, der hat die Hose voll. Der weiß, wer die Eier hat. Kuli? Der haut richtig weit ab. Aber in der Regel kommt er wieder. Wir müssen das im Auge behalten. Wenn er wiederkommt, müssen wir Marco opfern. Der läuft jetzt da hinten lang. In Richtung Dorf wieder. Also hinter der Hügelkette. Dann können wir schnell alles plündern. Hinter den Hügeln. Oh, hier ist ein Schamane. Ex-Schamanenpack. Go, Berserker, Berserker! Element was von Gleichberechtigung und Gleichstellung. Okay, ich kletter auf den Turm. Kommt. Ja, genau, der Turm wird's machen. Wenn er auf euch fixiert ist, vielleicht vergisst er mich ja dann. Bestimmt. Alter! Haut jetzt! Ich glaube, wir haben seine Freunde gekillt, der ist sauer. Marco, erkundige du Fotze, lass den Turm stehen. Was? Klett? Hör auf, du Schwein. Lass meinen Turm stehen. Ich lock ihn an hier, haut ab. Ja, ja. Problem. Kann ich so beruhigen? Der steht bei mir, der versucht mich zu kriegen. Ihr könnt in Ruhe drauf schießen. Goblin tot. Okay. Das ist Plünderung. Der kommt wieder zurück. Okay, geht wieder. Kann er sich mal eh? Sind das so einer, Alter? Hat der schlechte Kindheit oder so? Regeneriert ihr Leben oder macht jetzt keinen Schaden auf den? Ich sehe nichts. Wir machen zu wenig Schaden, weil ich habe keine Pfeile mehr und keine Ausdauer. Er hat echt schlechte Laune, kann das sein? Scheiß Kindheit. Bei dem Gesicht? Kuli, ich rette dich! Mach das! Dann ist er verloren. Drei Stunden später. Was? Kreuzwerk? Ja, wir sind ziemlich dicht am normalen Biom dran. Ja! Ah, ich hab mir das Schlag gegeben. Oh, Gerste. Eins. Okay. Das war eine epische Plünderung. Ja, Marco ist mal wieder gestorben zwischendurch. Wir haben nichts anderes erwartet. Ja, wenn die alten Männer hier nicht packen. Jetzt blinkt es überall. Ist hier noch mehr? Na, Skelette und so. Münzen hier, ohne Ende Münzen. Und Münzen. Wildschweinfleisch brauchen wir nicht, ne? Nee, haben wir momentan wirklich mehr als genug. Also. Okay. Jede Menge Nix-Schwänze hier. Was? Wo sind Schwänze? Nix-Schwänze. War ein pimmeliges Dorf, oder? Platt gemacht haben wir die. Ja, ja, ja. Dank meines Einsatzes wohlgemerkt. Ne? Ja, hat er super gemacht, wie er sich auf den Turm verzogen hat. Eine grandiose Leistung. Bernd kann weg, das kann weg, Feuerstein kann weg.
für einen Turm verzogen. Ich hab, das war taktisch überlegt. Freunde, was sagt ihr dazu? Wir hoffen natürlich jetzt auch, weil wir jetzt Schluss machen an der Stelle nach der epischen Plünderung, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, lasst uns Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr zufrieden seid mit Markus' Leistung. Wir überlegen, ob wir ihn austauschen als Kämpfer. Ansonsten. Ja, ja, du mit deinem taktischen Rückzug. Ansonsten hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Markus hat dich jetzt ein bisschen angefressen, weil er schlecht ist. Also ja. Alle. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Schwächling, Schwächling. Schwächling. Und die alten Männer, die halten mich immer noch gefangen. Schwächling.